Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich auf die Anatomie an meiner Figur eingehen, auf die Muskulatur. Ich habe ja schon wirklich vor einigen Jahren mal ein Video zu den Messpunkten gemacht, die sehr relevant sind, wenn man also eine Figur abmessen möchte, wo ist jetzt das Knie und so weiter, Hüfte. Also das sind dann Elemente, die immer wiederkehren bei den verschiedensten Figuren, wonach man dann gut arbeiten kann und auch Proportionen und sowas gut einteilen, abmessen kann. Und jetzt möchte ich nochmal auf die Muskulatur eingehen, weil ich das Gefühl habe, es so ein bisschen schuldig zu sein. Aber es ist leider kein richtiges Schnitzvideo, sondern nur ein Labervideo, wo ich also das ein bisschen ja, durchkauen möchte, aber dennoch ist es sehr relevant und wenn man so ein bisschen anatomische Grundlagen hat, ist das ganz gut und wertvoll, wie ich finde. Und ich denke, viele können damit auch gut arbeiten oder haben da schon sich entsprechende Grundlagen auch angeeignet. Und wenn man jetzt da das nochmal irgendwie sich dafür interessiert, kann man sich das gerne anschauen. Dafür ist es einfach gedacht. Das ist so ein bisschen Haus- und Hofgebrauch. Wenn jetzt richtige Fachleute sagen, das ist irgendwie falsch mit der Aussprache oder so gar nicht mein Niveau. Ja, das wird sicherlich so sein. Also ich kenne natürlich nicht alle Muskeln oder so anatomische Sachen, die es da gibt. Das wäre eine Anmaßung. Also lediglich so ein bisschen diese oberflächlichen ja, Schichten und diese Skelettmuskulatur, das habe ich mir jetzt mal angeschaut und versucht so ein bisschen da durchzugehen. Und ich denke, das reicht für uns als Fachleute oder eben als Hobby-Schnitzer oder auch ja wirklich Fachleute, dass man so ein bisschen diese Skelettmuskeln kennt, diese oberflächlichen Muskeln und so ein bisschen das Ganze einteilen kann und auch ja, erkennt, wenn es in den Büchern dann beschrieben ist, weil ja da sehr oft diese lateinischen Begriffe stehen, dass man schon mal gehört hat und dann auch wieder einordnen kann und das natürlich auch in Verbindung setzen mit den deutschen Begrifflichkeiten, weil beides zusammen nicht immer dasteht, also dass man sich dann auch wirklich beides einprägt. Da gibt es auch so eine tolle Software, heißt CanHub, da habe ich mal den Programmierer hier, das war so ein Startup hier aus Berlin, habe ich mal kennengelernt, also so eine Software ist das für Medizinstudenten, die dann damit jegliche Anatomie des Menschen kennenlernen können. Also alles komplett und natürlich auch Muskeln. Und da habe ich mir manche Bilder schon mal im Internet dann auch angeguckt. Also wie so ein einzelner Muskel dann am Skelett sitzt. Das ist auch sehr spannend. Und da habe ich hier so einen Ordner mir auch angelegt. Anatomie steht da drauf. Ja, und das war übrigens die Figur, die ich hier, ich glaube 2017 war das schon, also schon 3-4 Jahre her das Ganze, wo ich das mal vorgestellt habe. Da ging es damals um die Messpunkte, also was eben so Knochen sind, die an der Oberfläche rauskommen. Einzelne Punkte, wo ich gut messen kann, proportionieren kann damit und das immer wieder ja, dann zu meinem System machen kann. Und jetzt durfte ich diese Figur nochmal kopieren, die ist jetzt mittlerweile schon in Baden-Württemberg, also auch herzliche Grüße an dieser Stelle. Und vielen Dank, dass ich das durchführen konnte und auch hier nochmal das Ganze mit zeigen. Und jetzt will ich nochmal auf die Anatomie ein bisschen eingehen. Dann auch viel Spaß in diesem Video. Hier zu sehen ist jetzt der Muskelmann, den ich zuletzt geschnitzt habe. Und da möchte ich jetzt nochmal auf die Muskulatur eingehen. Einfach wenn ich in zukünftigen Videos das hier und da mal erwähne, dann weiß man, worauf ich mich beziehe. Und es ist gar nicht so kompliziert, wie man vielleicht denkt. Man muss eben einfach nur diese Figur sich einmal als ein Viertel jeweils vorstellen. Sprich, wenn ich jetzt hier das heraus viertele, ja, dann lerne ich eben diese Seite und dann auch noch dieses Viertel eben von der Rückseite. Das spiegelt sich ja wieder. Also wenn ich die vordere Seite und die hintere Seite jeweils die Hälfte lerne, dann habe ich da schon einiges an gutem Wissen von der Skelettmuskulatur, also die Muskulatur, die sozusagen oben am Skelett anliegt und die Oberfläche bildet, das interessiert uns ja. Und da möchte ich jetzt mal kurz darauf eingehen. Also ich versuche es nicht allzu lang zu halten. Ich werde das ein bisschen kombinieren mit den lateinischen Begriffen hier und da ist es mal interessant, aber im Großen und Ganzen ist es gut, sich auf die deutschen Begrifflichkeiten zu konzentrieren und da kann ich das Lehrbuch den Barmes empfehlen. Ja, dann sehen wir jetzt hier natürlich die Schnitzarbeit und so eine Schnitzarbeit spricht ja eigentlich immer auch eine gewisse Sprache der Vereinfachung und so ist es auch hier natürlich.
Also da lassen sich so manche Details nicht so gut darstellen. Wenn das jetzt doppelt so groß wäre, sagen wir 1,40 Meter, 50 oder 2 Meter und irgendwie modelliert und in Bronze gegossen, dann könnte man jetzt noch wesentlich detailreicher in die verschiedensten Muskeln reingehen. Aber wenn ich das hier überall mache, brauche ich dafür 4 Monate oder ich will es nicht übertreiben, aber dann geht es so in diese Richtung. Ja, wir haben hier also den Stirnmuskel, ja, den Frontalis, dann hätten wir hier diesen Temporalis, also oder diesen seitlichen Muskel, der hier eben auf diesem Schläfenbein drauf sitzt und sich auch hier nochmal auffächern würde in verschiedene kleinste Portionen. Und manche Anatomiebücher stellen das aber einfach als diese Fläche dar, die eben hier drüber liegt. Dann hätten wir hier diesen Nasalis, also diesen Nasenmuskel, der dann hier vorne natürlich nicht mehr da ist, sondern hier ist es dann der Knorpel, ja, also dass der einmal so rauf liegt und hinten noch ein Stück Knorpel und dann diesen also interessanten Nasenflügel bildet. Dann hätten wir natürlich hier diesen Augenringmuskel, Orbicularis oculi und Orbicularis ori, also diesen Ringmuskel des Mundes. Das sind natürlich diese markanten Muskeln, ja, hier dieser Ringmuskel hier unten, dieses kleine Bändchen, das hier, das wäre praktisch der Kinnmuskel. Und da würde anschließen der Unterlippensenker, also das wäre hier diese Fläche, was hier einfach so rauf geschnitten ist einmal. Und dann wäre natürlich hier dieser Muskel noch zu nennen, der hier in diesem Bereich eben hier nach unten geht. Das wäre dann der Mundwinkelsenker, also die gehen alle hier praktisch zu diesem Punkt, deshalb ist es auch manchmal spannend, wenn der Mund hier so schön reinläuft und dann wieder so eine plastische Erhöhung kommt, weil diese ganzen Muskelpaare sich natürlich hier in diesem Bereich treffen und dass man das eben so ein bisschen plastisch betont, dann wenn ich jetzt das mit Haut darstelle und so ein Porträt oder sowas mache, und bei manchen Menschen sieht es dann auch sehr auffällig aus, und von da ab geht dann hier dieser Lachmuskel, der große Jochbeinmuskel da oben rüber, wäre der kleine Jochbeinmuskel, und dann hätten wir Oberlippen, Nasenflügelheber hier, und hier wäre noch dieser Oberlippenheber. Also das ist jetzt so ein bisschen vereinfacht dargestellt. Ja, das kann man, wenn das doppelt noch größer wäre, dreimal so groß, noch wesentlich detaillierter darstellen. Und hier hinten dann einfach noch der Kaumuskel, ja, und das hängt natürlich alles mit diesem Jochbein, Unterkiefer, Oberkiefer entsprechend zusammen und diesem Nasenwurzelknochen, ja, das eben überall an den Knochen sozusagen anheftet und dann auch der Funktionalität Gestalt gibt. Ja, mit den weiteren Muskeln wird es jetzt ein bisschen kompliziert. Wir haben natürlich im Bereich des Halses jetzt hier diesen markanten Muskel, also den wahrscheinlich jeder kennt, das wäre also der Kopfwender, der hier oben am Schädel ansetzt und hier vorne in Richtung des Brustbeines mit seiner Hauptportion, also dieser Brustbeinportion und der Schlüsselbeinportion, die kann man hier auch noch dünner schnitzen, aber natürlich haben wir auch von Mensch zu Mensch ein bisschen Unterschiede, und ich habe sie jetzt hier also sehr markant dargestellt, dass man sie auch wirklich sieht. Der Kopfwender oder Sternokleidomastoid kann man sich, denke ich, auch ganz gut einprägen. Und hinten wäre dann also dieser hauptrahmende Muskel für den Bereich des Halses, eben dieser Trapezius oder wir sagen ja Kapuzenmuskel oder Trapezmuskel. Und aber darunter liegen also auch noch Muskeln, aber die werden eben wirklich überdeckt vom Kopfwender und Trapezius. Aber darunter liegen noch eine ganze Reihe Muskeln, die natürlich hier nur schemenhaft dargestellt sind. Da hätten wir also hier den Schulter-Zungenbeinmuskel, ja, der also hier unten drunter durchläuft und hier hoch geht. Und dann hätten wir hier hinten noch den Rippenhalter, also der hier runter geht, und den Heber des Schulterblattes. Also das sind wirklich nochmal massiv Muskeln unten drunter, unter der Oberfläche, was wir alles gar nicht so sehen, was da auch wirklich funktionale Bedeutung hat. Und natürlich auch vorne hier am Kehlkopf, was hier noch so als knorpelartiges
Element ausgebildet ist, Schildknorpel des Kehlkopfes hier vorne natürlich, der so ein bisschen herzförmig ist, und das muss ich mir auch nochmal genau angucken. Also das ist gar nicht so einfach darzustellen. Man kann das hier auch noch ein bisschen verlängern und noch mehr ins Detail gehen natürlich. Und dann haben wir hier den Brustbein-Zungenbein-Muskel und dann hätten wir da noch den Schulter-Zungenbein-Muskel. Also das sind verschiedenste kleine Muskulaturen, und hier unten, was man jetzt gar nicht sieht, hier ist auch nochmal ein Muskel, der nach vorne zum Kinn geht und hinten an die Ecke des Kiefers hier unten. Es geht hier um die konstruierende Außenform und diese markanten großen Bereiche. Und da gehen wir dann jetzt mal weiter runter an der vorderen Seite. Da wären wir jetzt an der Vorderseite angekommen. Der Pectoralis Major, das wäre eben dieser große Brustmuskel, der hier sogar am Oberarm ansetzt und da hier so einen tollen Ansatzpunkt hat, was sich hier so, ja, so eingedreht darstellt. Also wenn das jetzt ein richtig trainierter Mensch ist, man das wirklich massiv sehen würde. Natürlich ist es ja ein wenig übertrieben, aber ich meine, man will es ja gut erkennen und es soll gut rüberkommen. Und das fächert sich nochmal auf, eben in diese Brustbeinportion, ja, dass hier natürlich dieses Brustbein ist, hier unten mit dem Schwertfortsatz, hier oben die Halsgrube, hier läuft eben das Schlüsselbein Clavicula rüber, und da würde jetzt hier diese Brustbeinportion des Pectoralis Major ansetzen, die hier rüber zum Oberarm Bein Humerus rüberläuft und da nochmal richtig ansetzt und natürlich dann auch ein sehr wichtiger, markanter Muskel ist, der hier in diesem ganzen oberen Oberkörperbereich natürlich auch viel mithilft. Und dann ist das Ganze hier gedeckt, oder der Bereich der Schulter natürlich, von diesem Delta-Muskel, Deltoid, der fächert sich auf in drei Portionen, also in den lateralen Deltoid und in den Anterior Deltoid und den Posterior Deltoid. Der ist dann eben hinten sitzend. Mal einmal rumdrehen. Ja, Posterior, das wäre hier Deltoid Lateralis, und Anterior, der eben vorne sitzt. Diese drei Portionen, dass dieser Delta-Muskel hier natürlich die ganze Schulter umspielt und natürlich da auch sehr, sehr wichtig ist und natürlich auch ein markanter Muskel. Dann hätten wir hier den vorderen Sägemuskel, den Serrator Anterior, also der hier innen über den Brustkorb läuft und bis hinten rum, also völlig verdeckt. Man sieht eben nur diese 4 bis 5 Portionen. Wenn der Mann jetzt den Arm hebt, sieht man eben auch noch ein bisschen mehr, und der wird dann nach oben hin natürlich immer weniger sichtbar, weil man da eben nicht mehr entsprechend reingucken kann und andere Muskulatur entsprechend darüber liegt. Aber der ist immer auch sehr schön, so bei Christus-Darstellungen, weil da die ganze Atmung natürlich auch beeinflusst wird und dieser Muskel dadurch auch ein wenig anschwillt oder hervortritt, wenn da ein Mensch eben nicht mehr sozusagen im Todeskampf natürlich dieser Muskel auch ein bisschen angespannt sein kann und man ihn ein bisschen rausarbeiten kann. Der vordere Sägemuskel, weil der eben so schöne Zacken hat, kann man sich auch gut merken. Serrator, immer dieses doppelte R so ein bisschen betont, erinnert das an die ratschende Säge. So ein bisschen meine Eselsbrücke. Und diesen Muskel, wo ich jetzt hier so ein bisschen diese Sehnigkeit so angedeutet habe, das wäre eben der äußere schräge Bauchmuskel hier vorne, die Muskelecke, die also hier oben diesen Darmbeinkamm umspielt und diese äußerste Schaufel des Beckens sozusagen mit diesem Darmbeinstachel, der hier vorn sitzt, wo dann der Muskel ansetzt, hier der Schneidermuskel. Also diese Muskelecke, so heißt das, des äußeren schrägen Bauchmuskels. Und das ist der Musculus obliquus externus, der äußere schräge Bauchmuskel. Und der verbindet sich dann hier mit einer so einer scharfen Kante, ist dann eigentlich der Übergang, dass hier wirklich so eine scharfe Kante ist, wenn die Haut fehlt und eben kein Fett vorhanden ist. Dann wäre das hier der Rectus Abdominis.
also der gerade Bauchmuskel, und da ist ja der Sixpack sehr bekannt, also hier unten diese beiden Portionen natürlich am größten, dann kommt der Bauchnabel und entsprechend kleiner, aber der hat hier oben nochmal zwei weitere Portionen, also eigentlich so ein Achtpack, gerade bei den Bodybuildern sieht man auch diese noch. Und das Spannende ist, dass hier natürlich der Rippenbogen Arcus costalis drunter liegt und das nochmal so ein bisschen hervorbringt und dann nochmal der Muskel darüber liegt. Und gerade wenn das jetzt ein trainierter Bodybuilder ist, hat man den Eindruck, es ist der Achtpack, weil eben der Knochen das nochmal so ein bisschen auch nach vorne drückt hier und highlightet. Also da ist wirklich auch nochmal der Muskel, der hier bis hier oben anschließt, fast zum großen Brustmuskel, Pectoralis major, also hier dieser Rectus abdominis, sehr markant, ne? Diese 1, 2, 3 Muskeln mit dem Delta-Muskel hier, haben wir da also eine ganz tolle Oberflächenstruktur, woraus man jetzt schon mit diesem Wissen eine tolle Modellation anfertigen könnte für einen Torso und sowas, das schön betonen, ja, oder auch die Taille bei einer Frau und dass diese ganze Modulation natürlich mit dieser Muskulatur so schön plastisch gestalten kann und auch wie das hier sich so reinschneidet, also finde ich ganz spannend, insbesondere immer diesen Bereich auch, weil, naja, weil das hier so richtig schön rumgeht und hier ich wie eine richtige Fläche habe, die mir also auch einen Eindruck vermittelt, dass das in die Tiefe nochmal reingeht. So, beim Arm angelangt, da hätten wir natürlich nochmal den Delta-Muskel, können wir ja gleich nochmal wiederholen. Die äußere Portion, also wir haben diese drei Portionen, ja, das wäre eben die, hier vorne die und hier hinten die, aber die unterteilen sich kaum, wenn jetzt jemand sehr trainiert, das würde man hier vielleicht noch eine stärkere Furche sehen, aber das habe ich sehr dezent gemacht, weil es kaum sichtbar ist. Also Deltoid lateral, Deltoid anterior und posterior, ja, also so nennt man diese drei Portionen, aber wenn man sich einfach nur merkt, da gibt es diese drei Portionen, das ist der Delta-Muskel, so ein dreieckiger Skelettmuskel in dieser Dreiecksform, ja, dann hat man eigentlich schon das Grundlegende. Hier haben wir tatsächlich nochmal einen Muskel an der Seite des Armes, der nennt sich Brachialis, ja, das ist einfach der Oberarmmuskel und das wäre jetzt, hier könnte man noch ein bisschen schärfer jetzt noch ein bisschen reingehen, aber das fließt mehr oder weniger fast ineinander über, weil das miteinander sehr verwachsen ist und auch sehr glatt erscheint bei vielen Menschen und natürlich mit der Haut dann eine weiche, schöne weiche Form darstellt. Und ich meine, das ist eine Skulptur, das muss ja ein bisschen schön organisch auch wirken. Hier hätten wir jetzt nochmal den sehr bekannten, oder den kennen wir natürlich alle, den Bizeps Brachii, und der hat hier zwei Portionen, ja, deshalb ist hier noch so eine leichte Furche drin und geht wirklich bis hier schön runter, hat da unten so seinen Ansatzpunkt und oben setzt hier oben eben mit zwei sehnenartigen Bändern da an und das beginnt hier eben, dass er sich da auffächert und hinten dann das Gegenstück dazu, was wahrscheinlich auch jeder kennt, wäre eben dann der Trizeps Brachii. Und der hat hier eine dünnere Fläche, die eben hier runter zum Ellenbogen geht und setzt dann hier auch nochmal mit zwei Portionen da an. Und ja, dazwischen so ein bisschen dünnerer Muskel. Hier oben fächert er sich auch wieder auf, ja, und hat dann hier oben zwei Punkte, wo er da eben ansetzt an dem Schultergelenk. Ja, und bildet dann die Rückseite, Trizeps, Bizeps und Brachialis. Ja, damit hätte ich jetzt den Oberarm schon mal beschrieben. So, jetzt kommen wir zum Unterarm. Und der Unterarm, ja, der hat so ein bisschen in sich. Da wirklich durchzusehen, das fällt, glaube ich, vielen schwer. Ich versuche es mal einfach zu halten. Wir hätten also hier den Oberarmspeichenmuskel im Brachioradialis und das ist der Oberarmspeichenmuskel, ja, das wäre eben dieser und der ist eigentlich fast eine Einheit mit dem Muskel, der hier unten kommt, mit dem langen speichenseitigen Handstrecker. Also diese beiden sind da schön markant, weil das vor allem der obere, ja, also der Oberarmspeichenmuskel, man sagt auch Lastenträger, so ein bisschen althergebracht, der setzt da wirklich am Oberarm
an, ja, und geht dann hier eben entsprechend schön runter und ist da von der vorderen Seite her die Form natürlich sehr markant formgebend, wenn man das jetzt hier ein bisschen übertreibt, wie es hier ja auch schon ist, also kann man da richtig rauskitzeln, dass das irgendwie cool aussieht. Dann hätten wir unten den nächsten Muskel, das ist der kurze speichenseitige Handstrecker, dieser Muskel. Dann hätten wir hier entsprechend den langen und kurzer, also das ist der lange und das ist der kurze Daumenstrecker, ja, also das geht hier runter mit so einem Band, habe ich das sehr vereinfacht dargestellt. Was man hier sieht, das sind einfach nur gerade Bänder, die haben nochmal quer und so schräg Verstrebungen untereinander. Deshalb kann man den Ringfinger nicht separat oder sehr schwer nur anheben, sondern meistens kommen die anderen Finger auch noch mit, weil die untereinander die Bänder nochmal verstrebt sind. Aber das kann ich hier beim besten Willen nicht alles darstellen. Es ist so schon schwierig genug. Es muss ja dann auch ein Ende finden. Und hier hätten wir an der Seite sehr einfach den Fingerstrecker. Das wäre also all das, was hier sich abzeichnet. Ja, das ist einfach der Fingerstrecker. Und dieser kleine Muskel wäre dann noch der Strecker des kleinen Fingers, weil man den sehr schön separat heben kann. Ja? Okay, also eine nicht allzu komplizierte Sache, wenn man sich diese Muskeln ein bisschen einprägt. Der Oberarm-Speichenmuskel und der lange speichenseitige Handstrecker, der kurze speichenseitige Handstrecker und hier nochmal der Fingerstrecker und der lange Daumenstrecker und der kurze Daumenstrecker. Also das wäre hier so die äußere Seite, wenn er den Arm jetzt so ganz normal hält, wie das ja oft der Fall ist, kann man damit schon mal viel arbeiten und das ergibt dann diese schöne, also hier so gerundete Form und hier wäre dann die Vertiefung, dass das dann hier unten entsprechend an der Elle dann wieder andere Muskulatur ist. So, jetzt ist das hier ein bisschen schwierig, also mit dem Arm, Elle, Speiche, das immer zu unterscheiden, weil man den ja auch so multiflexibel drehen kann, ja. Dadurch, dass wir hier innen nochmal ein Elle-Speichengelenk haben entsprechend, kann man das natürlich immer verdrehen und man weiß manchmal nicht, wo was ist, ja. Also, wenn man da die Oberfläche lesen kann am Ende und so die grobe Struktur ein bisschen versteht, dann ist das schon mal ganz gut. Wir können uns ja einfach einbringen, hier der tiefer Fingerbeuger wäre also der Superficialis oder der Profundus. Tiefer Fingerbeuger und ellenseitigen Handbeuger, hier unten eben ellenseitiger Handbeuger und tiefer Fingerbeuger, ja, und das trennt sich dann hier unten. Das trennt sich ja dann hier unten nochmal so schön voneinander, wo dann hier der Fingerstrecker sich von diesem ellenseitigen Handbeuger hier abhebt, dass wir da oft diese markante Stelle haben oder wenn das jemand hier so hält, dass man da oftmals ja, vom Knochen her ein bisschen die Trennung sieht. Und hier hätten wir natürlich auch das Gleiche, ja, dass wir da unten den tiefen Fingerbeuger haben und hier den ellenseitigen Handbeuger. Am Bein angelangt ist natürlich dieser Muskel hier immer sehr auffällig, ja, der hier unten vom Condyleus medialis hier nach oben so schräg rüber sich ja, formt, also der Sartorius oder Schneidermuskel, weil der offensichtlich gut ist, um in den Schneidersitz zu gehen oder man spürt das besonders, wenn man so die Beine, die Kniegelenke stark an den Boden runterbringen will, dann spürt man diesen Muskel hier und kann ihn so ein bisschen dehnen, machen ja manche auch so Dehnungsübungen nach dem Sport, da spürt man dann also auch diesen Muskel zum Beispiel, weil er hier direkt so schräg rüberläuft zum Spina Iliaca Ventralis, also dem Darmbeinstachel. Und hier haben wir jetzt natürlich diesen sehr bekannten oder markanten Muskel. Das wäre also der Quadriceps femoris mit dem
Rectus femoris, also diesem geraden Kopf des Oberschenkelmuskels oder dem Strecker des Unterschenkels auf Deutsch genannt. Und er hat eben vier Köpfe, aber einer dieser Köpfe liegt unter dem Rectus femoris, also unter diesem direkt unten drunter. Man unterteilt das nochmal hier, Musculus fastus lateralis, Musculus fastus medialis und der darunter liegt Musculus fastus intermedialis. Kann man sich das, denke ich, auch ganz gut merken. Und der Musculus fastus lateralis, der wäre also hier praktisch nochmal ganz schön weit nach hinten gehend über das seitliche Bein. Und das wird gedeckt von dem Schenkelbinder, der hier oben am Darmbeinkamm ansetzt und mit einem ja, wulstigen Muskel beginnt und dann in einem sehnenartigen Band sich hier runter an den Condylus lateralis eben des Unterbeines ansetzt. Und da wird dieser Muskel nochmal überspannt von dem Schenkelbinder. Wir haben hier noch den schlanken Muskel, ja, das wäre also jeweils dieser Muskel, der hier sich dann nochmal abschneidet. Dann hätten wir hier wieder eine Kante, dieser Muskel dazwischen, das wäre der lange Anzieher, also der nur hier ein bisschen erscheint und hier natürlich so ein kleiner Absatz ist, dann durch den Quadrizeps schon wieder verdeckt wird. Hätten wir den Kammmuskel und hier hätten wir dazwischen dann noch kommend den Darm-, Bein-, Lendenmuskel und dann hier in der Ecke nochmal das Leistenband, was hier jetzt schon fast ein bisschen verdeckt ist. Da müsste man hier nochmal eine kleine Vertiefung reinschneiden, um das auch nochmal darzustellen. Also, dass wir da eine Auffächerung von 1, 2, 3, 4, 5 Muskeln haben. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier müsste ich nochmal reinschneiden, dass da ganz in der Ecke das Leistenband als Muskel nochmal abgegrenzt wird. Wenn ich das Ganze dann einmal rumdrehe, kann man natürlich noch auf die Rückseite eingehen. Jetzt gehe ich weiter an der Wade und dem Unterschenkel. Ja, das ist eigentlich ganz schön, so immer die Wade noch mit dabei zu haben. Auf jeden Fall hier von vorne her gesehen sehr markant. Der Musculus tibialis anterior, also der vordere Schienbeinmuskel, weil ja hier direkt der Knochen rauskommt, ja, sozusagen das Schienbein hier wirklich sichtbar ist und da eben markant hier vorne dieser Schienbeinmuskel, der hier natürlich auch schön betont ist, mit so einer ganz leicht entstehenden Linie hier, wenn das jetzt ein Akt, eine Aktdarstellung wäre, könnte man also auch noch die Formgebung schön betonen, ja, dass das so mit unterstützt, nochmal so Form, wie formgebende Linien fast schon sind. Und dann haben wir natürlich hier noch die seitlichen Muskeln und das wäre hier Musculus fibialis longus. Das wäre also dieser hier, der lange Wadenbeinmuskel, weil ihr hier das Wadenbein hier entsprechend vorhanden ist und darüber liegt also der Muskel fibularis longus, also der lange Wadenbeinmuskel und hier hätten wir dann entsprechend noch den Musculus extensor digitorum longus, also den langen Zehenstrecker, einfach nur der lange Zehenstrecker, ja, kann man sich gut einprägen, dass der eine hier hinten an dem Wadenbein ansetzt, der lange Wadenbeinmuskel und der lange Zehenstrecker eben hier vorne runterläuft. Hier wären da noch so ein Kreuzband, also so ein sehnenartiges Element, was natürlich hier unten noch stabilisiert. Das kann man aber nicht wirklich schnitzerisch darstellen, weil es halt sehr filigran und dünn ist. Ja, denn hier hinten geht es natürlich weiter, dass das Ganze auch nochmal sich leicht unterteilt. Das wäre hier also der Schollenmuskel, der Soleus und darüber der sehr markante Gastrocnemicus, also der zweibäuchige Wadenbeinmuskel. Ich denke, den kennt ja jeder. Mit der starken Portion im inneren Bereich caput medialis, also die wirklich sehr stark kräftig ist, die bis hier vorne rumgeht, wenn ich nochmal rumdrehe. Ja, also das hier ist zweibäuchiger Wadenbeinmuskel, von vorne sichtbar. Ja, also dass ich hier ihn in der Außenform noch sehe. Und hier innen auch zweibäuchiger Wadenbeinmuskel, Gastrocnemicus. Und das hier wäre dann also auch noch
Schollenmuskel, der hier an der Seite nur als Strich, als Band, als Scholle, als flacher Muskel darunter liegt, der dann hier innen ja auch noch mit Form angebend ist. Genau. Also auch ganz spannend die ganze Sache. Ja, und der ist hier wirklich sehr kräftig hier, dieser zweibäuchige Wadenbeinmuskel mit der inneren Portion. Und das gibt natürlich auch die Form der Kniekehle an, diese Zweiteilung des Muskels, dass das im inneren Bereich dann mit den anderen Oberschenkelmuskeln hier die Kniekehle ausformt und diese markanten Verschneidungen, ja, einfach durch die Ansätze der Muskeln bedingt, dieses Überschneiden hier auch das Ganze so schön spannend macht. Ja, hier hinten, das ist natürlich dann noch die Achillesferse, das deckt dann praktisch den Schollenmuskel, geht wirklich von der unten, vom unten kommend hier an den Muskel hoch, die komplett hier hochzieht und den Schollenmuskel dann auch überdeckt und an den Wadenbeinmuskel anschließt. An der Rückseite angelangt des Oberschenkels, so arbeite ich mich jetzt hoch in Richtung Rücken und dann nochmal die Rückseite, ja, und man braucht wirklich nur immer diesen einen Ausschnitt lernen, dass man sozusagen die Rückseite hier, dieses Viertel des Körpers lernt und dann vorne das vordere Viertel und dann nochmal den Arm extra, vielleicht Hand, Knochen und sowas. Da kann man schon recht zügig vorankommen, dass es am Ende gar nicht so viele Muskeln sind. Hier haben wir ja, an der Rückseite hätten wir ja nur diesen einen, dann den nochmal, den, also und den. Da sieht man schon, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Gluteus maximus, das wäre hier dieser große Gesäßmuskel. Dann hätten wir hier den Biceps femoris. Und hier unten drunter wäre dann noch ein Muskel zu sehen, der sich hier abgrenzt. Ja. Das ist der halbsehnige Muskel und darunter liegt der halbhäutige Muskel, der auch hier noch an der Seite ein bisschen zu sehen ist. Also nicht bis ganz hoch, da könnte man jetzt hier nochmal einen Muskel herausarbeiten, aber jetzt von der Rückseite nicht unbedingt so extrem relevant. Ja. Also der halbhäutige Muskel, halbsehnige Muskel, der Biceps femoris und das hier wäre der Musculus fastus lateralis, also dieser äußere Kopf des Quadrizeps. Und hier diese kleine Kante, das wäre also diese dünne Fläche des Schenkelbinders, der hier unten am Condylus lateralis anschließt und dann hier oben in der vorne sichtbaren Muskelportion da oben am Becken anschließt und hier unten den großen Rollhügel Trochanter major umrahmt und hier in den Gluteus maximus hineinzieht, also dieser Schenkelbinder und natürlich dieser sehr markante Gesäßmuskel, der sich hier auch nochmal unterteilt. Da kommen wir dann nochmal ein Stück höher beim Rücken, können wir dann nochmal kurz darauf eingehen. Jetzt sieht man schon, wir kommen zum Ende, also so schwierig ist es gar nicht. Das hier ist der Latissimus duris, ja. Also das wäre der Muskel, den man hier vorne noch sieht. Da muss ich wieder rumdrehen. Das hier wäre noch Latissimus duris, der also hier den Serrator anterior deckt. Das ist einfach der breiteste Rückenmuskel oder manche sagen breitester oder breiter Rückenmuskel, der eben auch noch hier von vorne sichtbar wird, ja, der richtig schön rumzieht. Und der ungefähr hier, da, wo ich so einen leichten Absatz geschaffen habe, ansetzt. Ja, deshalb auch hier so ein bisschen sehnig. Und das wäre jetzt hier die Lendenfaszie. Also das, was direkt um die Wirbelsäule herumläuft. Und hier unten der Auslauf des Steißbeines. Und was wir hier sehen, wäre dann schon der Darmbeinkamm. Also das lässt sich jetzt natürlich für mich hier als Bildhauer ein bisschen schwierig darstellen, wenn ich nicht überall scharfe Kanten reinschneiden will. Ja, Darmbeinkamm, Lendenfaszie. Hier unten trennt sich das dann auch so ein bisschen ab und hier sieht man es auch noch, also dass hier
der äußere schräge Bauchmuskel ansetzt, was dann bis vorne zum Darmbeinstachel rumläuft in der Muskelecke des schrägen Bauchmuskels, also der auch hier im Rückenbereich noch mit rüberzieht. Und das ist einfach dieser Deckmuskel. Darunter sind natürlich noch viele verschiedenste andere spannende Muskeln, die natürlich die ganze Form mit bilden, aber die deckenden Muskeln sind für uns jetzt relevant. Und das wäre natürlich dieser mächtige Trapezius, ja, der also hier runter kommt so, und natürlich geht es hier ran an das Schulterblatt, ja, entsprechend. Und hier haben wir aber so eine komische Stelle, ja, wo sich das wie fast ineinander übergeht. Also das kann man schwer darstellen. Das sind auch so ein bisschen die Grenzen gesetzt, weil man eigentlich immer mit Haut schnitzt natürlich. Da wäre das dann wesentlich einfacher darzustellen. Also der Trapezius oder Kapuzenmuskel, weil er halt hier sehr dominant bis hoch zum Kopf geht, also hier so ansetzt, ja, und bis hier vorläuft, ja, und Partien des Halses mit ausformt und so Nacken, Rücken, und für Sportler natürlich auch sehr relevant ist, diesen Muskel auch mit zu trainieren, um einen starken, geraden Rücken zu bekommen zum Beispiel. Dann hätten wir hier den Rautenmuskel, der sich hier so ein bisschen abgrenzt. Dann hätten wir den großen runden Muskel, den kleinen runden Muskel und den Untergrätenmuskel. Also das hier ist der Untergrätenmuskel, kleiner runder Muskel, großer runder Muskel. Hier wäre das entsprechend Untergrätenmuskel, hier vorne kleiner runder Muskel. Dieses kleine Ding hier, kleiner runder Muskel, und das großer runder Muskel, der also bis hier vorne geschnitten wird vom breiten Rückenmuskel. Genau. So kann man da schon mal gut arbeiten. Und beim Gesäß habe ich jetzt noch unterschlagen. Wir haben hier noch den mittleren Gesäßmuskel, ja, also der hier an dieser Darmbein Kante ansetzt, nämlich hier in diesem Dreieck und hier so reinläuft, ungefähr so, ein bisschen dreieckig. Hier haben wir also einen Schnitt, ja, der hier richtig so schön verläuft, zum großen Gesäßmuskel, zum mittleren Gesäßmuskel haben wir nochmal so eine leichte Kante. Man sieht richtig, wie schön, also quer das praktisch zur Form läuft und dadurch natürlich auch so eine richtige Spannung ergeben kann. Also da kann man richtig Spannung auch erzeugen, dadurch, dass das ja, dass man weiß, dass es so schräg ansetzt, ja, könnte man jetzt, wenn man das übersteigern will oder so einen tollen Akt im Rückenbereich machen will, hier das so ein bisschen hohl machen, das richtig schön, ja, so knackig gespannt darstellen. Also da lässt sich natürlich viel mitarbeiten, wenn man das einfach so ein bisschen weiß, ja, wo kommt das her, wie bildet sich das alles und sowas hier, ja, dass sich das so überschneidet, so Muskeln übereinander liegen und sowas, und da hier dieser Trapezius zum Beispiel, das alles so schön umformt, und wenn das dann über die Knochen drüber liegt und das sich so überall anschließt und verbindet, dann kann man das insbesondere mit dem Modellieren und im Anatomiebuch sich so Schritt für Schritt mal aufbauen, das mit dem Drahtgerüst würde man da eben anfangen, dann die Muskeln, also das Skelett erstmal aufzubauen, nachzuempfinden und dann die Muskeln da anzuschließen. Und auf diese Weise man dann immer weiter versteht, wie sich die Form bildet. Ja, also so die Form verstehen, das ist eigentlich so die große Herausforderung bei der ganzen Anatomie. Und deshalb macht man es, dass man eben verstehen kann, wie konstruiert sich so ein Rücken, ja, dass das eben hier tiefer sein wird und das Schulterblatt darüber liegt und sowas, ja. Und die Muskulatur, das dann noch ausformt, und das lernt man hauptsächlich durchs Modellieren, wenn man sowas eben von innen nach außen aufbaut, also erst die Knochen, dann die Muskeln, dann die Haut, dann die Klamotten und so. So könnte man also sehr gut nachvollziehen, wie sich das alles ergibt und auch Fehler ausmerzen. Es hat mich gefreut, dass du mit dabei warst. Hinterlasse gerne einen Kommentar unter den Videos. Es haben auch schon Leute mal kritische Kommentare geschrieben, wenn ihnen das irgendwie zu viel war, zu lang war oder irgendwie ich wirklich was falsch gemacht habe oder dass man da auch ein bisschen auf Fehler hingewiesen wird manchmal. Na klar, hilft mir das auch weiter, aber es ist ja für die Leute hier gedacht, dass sie da was auch raus lernen können.
Und dann freue ich mich natürlich, wenn du da mit weiterkommst und es dir weiterhilft. Also wünsche ich dir viel Freude beim Lernen vielleicht dieser Künstleranatomie oder Kennenlernen und das Lehrbuch, was dazu gut ist. Auch für die Konstruktion der Form, ist jetzt schon wieder so ein bisschen Fachsprache, aber die Konstruktion der Form, das ist einfach der Bammes. Das war damals dieser Anatomieprofessor in Dresden, meine ich, der also Theaterplastik und Theatermalerei und sowas unterrichtet hat im anatomischen Sinne. Weil der ganze Körper ja natürlich da eine große Rolle gespielt hat in der DDR, auch im sozialistischen Realismus, wo natürlich man von den anatomischen Grundlagen dann diese Art der Kunst entwickelt hat oder Kunsthandwerk auch durchaus. Und dafür war er also die erste Adresse so. Und er hat uns eben dieses tolle Lehrbuch hinterlassen. Nochmal kurz zeigen, die Gestalt des Menschen, also das würde ich mir kaufen, zulegen. Und dann gibt es aber auch noch die anatomische Zeichenschule. Das hat mir mal so ein Steinmetz empfohlen. Ein Freund und Kollege, der meinte, das ist für ihn besser, also weil er damit besser arbeiten kann. Das ist halt nochmal so ein bisschen detaillierter oder Schritt für Schritt. Der Bammes ist so ein bisschen wild durcheinander manchmal, aber auch sehr, sehr, sehr gut wirklich gearbeitet. Und ja, da muss man so ein bisschen herausfinden, was einem am besten passt. Ich habe sie jetzt beide hier liegen und kann da immer wieder reingucken. Das ist manchmal sehr interessant, wenn man irgendwas Spezielles macht und da nochmal nachgucken möchte. Und wenn man es jetzt so gelernt hat, hilft einem das dann weiter. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, komm gut voran mit deinen Arbeiten, mach's gut, bis zum Wiedersehen und ciao.